Dann gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Ungeladen. Ui, das ist ja mal ein Chopper hier. Juhu. Au, that hurt. Das schöne Motorrad. Funktioniert aber noch. Nice. Läuft. Also fährt. Komme ich jetzt hier irgendwie wieder rauf? Jawohl. Fahren wir mal lieber die offiziellen Wege, weil ja, ich da jetzt nicht so gut bin. Aua, 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 aua. Das tut doch weh, Mensch. Oh. Fährt aber anscheinend noch. Kann noch aufsitzen. Ist aber schon ziemlich hinüber. Aber jetzt haben wir wenigstens einen schönen Kondensstreifen hinter uns. Ja, mit Motorrädern kann ich noch schlechter fahren als mit Autos. Oh, das Ding kann aber auch überhaupt nicht bremsen. Nee, ich bin nicht lost. Ich bin kein Lost Boy. Ha, ha, hm. Lassen wir das. So, was haben wir denn hier Schönes? Ungeladen. Ice Cream. Hey, what is that? Come run back and find out. I told you. He's bringing the boys. Ah, Jesus. I thought you meant the explosives. Then I would have said I was bringing the girls. But I brought that too. No, I need some help. I was hoping you could involve these guys in a gangland shooting of some sort. I got a few loose ends I need to tie up, and you know, you do owe me those favors. I don't owe you anything. Now give me the explosives, something I can carry. Fine. These two nutsacks are some unfinished business from a Gabonese job. You should have seen the way that they tried to take me out. I am driving this beast of a muscle car right out of the 70s. You know when an automobile accident was still called a fucking car crash? Let's go. Yeah, so these geniuses here think they're gonna ram me off the road with some plastic eco-friendly shit bug. It just makes this weird ping, bounces off into a parked van. Here, hold that. Great. Thanks. This is what I have for you. It's a sticky bomb. See? It sticks. Cool, huh? Hmm. So these two idiots are sitting in their car moaning and whining. They're all fucked up. I don't know whether to laugh at them or scream at them. Finally, I just pulled out my .45 and slammed a couple of rounds into their fat faces. So that's what I have. You deal with all this for me? No way. We can just do that. Do that. Yeah, it's like a practice round. What do you think, fellas? Practice round? Jordy, I don't need a practice round. No, just let me get a little clearer. Jordy! Fuck. Der Jordy ist so ein, ja, crazy Typ, das ist unglaublich. Ach, USV heißt unkonventionelle Sprengvorrichtung. USVs sind ferngezündete haftende Sprengvorrichtungen. Man könnte sowas auch Fernsprengladungen nennen. Egal. Rüsten Sie eine USV im Waffenrad aus, halten Sie R1 gedrückt, um damit zu zielen, und lassen Sie los, um sie zu werfen. Drücken Sie Kreis, um einen Wurf abzubrechen. Halten Sie Viereck, um die USV zu zünden. Unbenutzte USVs können Sie mit der Dreieckstaste wieder aufsammeln. Okay, also müssen wir erstmal eine USV ausrüsten. Dann nehmen wir mal... Haben wir jetzt 4 Stück?
So. Dann gehe ich mal ein Stückchen weiter weg. Das hat gerumst. Oh, und eine traurige Melodie klingt in den Himmel hinein. Oh Mann. Na, solche Eiswagen sind auch bei uns früher auf dem Dorf immer rumgefahren. Das war schön. Immer wenn es gebimmelt hat, wusste man, jetzt gibt's Eis, Eis, Baby. So, dann düsen wir mal in Richtung unseres Ziels. Oh, da ist die Bullerei. Was will die denn von uns? Da unten sehe ich die Bullerei rumfahren. Ich weiß eigentlich nicht, was die will. Ich habe nichts getan. Außer ein paar Leute umgefahren und so. In der Brick Factory. Rack's men were gonna kill Bedbug right here. I don't need the complications. Alright. Just lay out an ambush, take these guys out. Word will get back to Rack, Bedbug's rep goes up. And then he's mine. Wunderbar. Also dürfen wir jetzt wahrscheinlich hier eben mit ein paar Granaten uns beliebt machen. Ja, dann muss ich aber erst die Fähigkeit freischalten. Okay, wir müssen hier rüber. Okay. Ich dachte schon, ich muss mir jetzt einen Weg durch das Tor hier suchen. Es ist abandoned. They must keep security cameras running. Wunderbärchen. So. Was haben wir hier? Das ist doch sicher ein Audiolog, oder? Tess, you didn't blow yourself up. Not yet. Just trying to figure out where these guys meet, so I can have some surprises waiting for them. Ooh, booby traps, fun. Genau, hier ist ein Schaltkasten. Was zur Hölle ist das hier? Kann ich gar nicht aufnehmen? Ja, ich würde es ja gerne hacken. Oh. Bereiten Sie einen Hinterhalt vor. Gut, wir müssen ein bisschen Zeit machen. Bomben legen, Deckung anpassen und einen Aussichtspunkt finden. Okay. Keine Ahnung. Ja, die nehme ich mal lieber wieder auf. Ach nee, die schmeiß ich erst, wenn ich genau weiß, wo die stehen. Still have time. So, die Schaltkästen fahre ich vielleicht nochmal alle hoch. Der ist hoch. Den fahren wir mal hoch. Die Fensterläden fahre ich auch mal hoch, weil dann habe ich gleich einen Schusskanal sozusagen. Und wir müssen jetzt so langsam mal irgendwo hoch. Tire tracks. Someone's regular parking spot. Okay. So, dann gucke ich mal. Na, der Aussichtspunkt ist mir zu blöd. Da gehe ich lieber hier ein bisschen mehr mittig. Da habe ich ein bisschen mehr Überblick. Jetzt muss ich mich auch verstecken. Ja, das ist doch ganz gut. Da bin ich ganz gut geschützt. Gucken wir mal, weil jetzt geht die Party sicher los. So, da kommen sie. Ich
Hacken Sie das Telefon. Ah, deswegen konnten wir da nicht ran, oder? Nee. Deswegen ging das nicht. Audio-Log, da sind wir voll. So, wo liegt denn dieses blöde Telefon jetzt? Ah. Wo liegst du? Wo liegst du? Da liegst du. Was liegst du hier so rum? Hello? Your friends can't come on the phone right now. They're dead. The fuck? Hey, who's still standing? Anybody? Come on, man. Und da kriegt er Muffensausen. He's getting away. The report to Iraq. Bedbugs is good. Ach du Scheiße. Ah, wo kriege ich jetzt ein Auto her? Oh Gott. Da. Na super. Ich und Motorrad, super Idee. Gucken wir mal. Der hat's irgendwie nicht so mit Straßen, oder? Jetzt muss er nur irgendwo vorbeikommen, wo ich ihn ausschalten kann. Irgendwie eine Ampel oder so? Hallo? Ja? Nein! So, Dalle. Gutti. Ein Traum. Sonst sind keine Bullen in der Nähe. Jetzt müssen wir... Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Schnellreise kann ich ja vergessen. Wir müssen hier hoch. Tschüss, Leute, ich bin da mal weg. Die Verfolgungsjagd war jetzt gar nicht so schlecht und gar nicht so schwer. Aber die vorherigen waren irgendwie totaler Käse. Aber das läuft doch ganz gut. Müssen wir hier nur eine ganz schöne Strecke überwinden. Das kann sich ja nur um Stunden handeln hier. Aber das Ding ist doch ganz schön flott. So, hier müssen wir rein. Und dann haben wir es ja auch schon fast. Hoffe ich mal, dass ich damit die Mission abschließen lässt. I just bought Bedbug the reputation he always wanted. Now I need to scare him over to my side. Oh shit, Bedbug hat sich bemerkt. Ja, sagt er doch, dass ich ihn verfolgen muss und dabei nicht gesehen werden darf, Mensch. So. Gut, dass die anderen Leute hier auch gar nicht komisch reagieren, wenn ich hier so rumschleiche. Okay, er wird aber nicht von so vielen bewacht. Ah, und da geht's wieder hier zu dem... Da waren wir doch auch schon, oder? Wenn ich das richtig sehe. So, let's call him. Hello? Why'd you hang up on me? And what the fuck? I mean, who are you? Just another player. I had a job for you. But it's not a job for Tyrone. It's a job for Bedbug. I'll be in touch. But what is this? Come on, man!
Okay. Und nu? Wir müssen ihn anscheinend nicht weiter beschatten, aber... Hey, somebody's after me. Look, they're all dead. You gotta get me out of here. You fucked in the head, man. Man, listen to you. Seen a ghost. Tschüss. No, wait. Ja, shit. So viel zu deinen komischen Freunden. Get in there. What the fuck? What about our wreck, cut? No, stop it. Don't worry about our wreck. Worry about me. Nope. What you want? You're gonna be my eyes and ears inside Rossi Fremont. No, women. Iraq would kill me. Yeah. What will he do when I send him everything I've got? You want to see more? No. Just erase this shit, please. Well, you play along like a good little bug. And I will. I'll be in touch. Worry about me. Nope. Sounds like. Tja, mein Freund. Mit mir legt man sich anscheinend nicht so einfach an. Oh, einen neuen Song haben wir. Oh, jetzt ruckelt's auch gerade tierisch. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt gleich eine neue Mission. Aber ich würde hier jetzt wahrscheinlich dann sowieso gleich mal wieder einen kleinen Cut machen. Ich will nur warten, bis wir vielleicht, ja, jetzt den Anruf kriegen. Tell me how to get close to Iraq. You ain't getting close to Iraq, man. Forget it. He never comes out. You want to rethink your answer? The auction. He'll be at Quinn's auction. What kind of auction? Private. Yeah, like not your normal kind of auction. Invite only. So get me an invite. Who do you think I am? All right. I'll be in touch. Be ready. Groovy. Sei bereit. Allzeit bereit. How did it go? Did you find a way into IREC's building? Yeah, bedbug's on board and waiting for my call. Let's talk about the access card Iraq was wearing. That's our only way into his room. It's an RFID tag. We can clone it, but you need to get very close. Bedbug says Iraq's attending an auction. That's my chance. The auction, yes. Remember that briefcase IREC had? Hard to forget. Crushed the guy's skull with it. Right. He said it had the guest list inside. You can thank me now, because I've been tracking that case. Now let me check. That was quick thinking. If we get that briefcase, can you find me a name on the guest list? A name I can borrow. Exactly my thoughts. I'm sending the briefcase location now. Das ist total nett. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ich begebe mich in das hier unten angezeigte Versteck, werde da nochmal speichern, so zur Sicherheit, wenn ich es denn finde. Und ja, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder und dann geht's weiter mit der, ja, mit der Hauptmission. Ich weiß, mit den Nebenmissionen würde ich auch noch einige Skillpunkte verdienen, aber mich interessiert halt eben mehr die Story als dieser ganze Nebenkrempel sozusagen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich sag gute Nacht, schlaf recht schön, möchte aber gerne ein bisschen länger schlafen. Und dann, ja, gute Nacht.